Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist heute mit dem besten Tinder-Opener für dein Online-Text-Game. Wir haben ja schon mal über Tinder geredet. Ich habe auch ein ganzes Video schon dazu gemacht mit einem Freund von mir, der Tinder-Experte ist. Das Video findest du hier unten, erster Link in der Beschreibung. Jetzt soll es aber um den Tinder-Opener gehen, den ich immer benutze. Wenn jetzt zum Beispiel im Profil der Frau nicht viel steht, wenn keine Beschreibung da ist oder wenn ich allgemein gerade nicht so kreativ bin und ihr Profil oder vielleicht auch ihr verlinktes Instagram-Profil nicht so viel hergibt. Und dieser Opener, den ich dir gleich mitgeben werde, der ist aus mehreren Gründen genial. Denn zum einen braucht er keine Vorinformationen, das heißt, es braucht keine Beschreibung, damit du mit diesem Opener arbeiten kannst. Die kann auch nichts im Profil haben und dieser Opener klappt trotzdem. Die zweite Sache ist, dass der Opener nicht so 0815 Standard, wir reden über ganz normalen Kram-Opener ist, sondern eine Gesprächseröffnung, die dafür sorgt, dass man gleich, lustig kommuniziert, dass man gleich in einem spaßigen Thema kommuniziert und von da aus kann man sich dann weiterentwickeln. Der Opener, den ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt wirklich keinen Zugriff auf ihre Beschreibung hast oder, sag ich mal, den Opener, zu dem du auch immer greifen kannst, wenn dir gerade nichts einfällt, ist der folgende. Ich blende ihn dir jetzt mal hier oben auch mit ein aus meinem Tinder-Gespräch. Und so schreibe ich immer das hier oder etwas in der Art und Weise im Sinne von, hey, Name, die Scheidung ist durch, du bekommst den Hund, ich bekomme das ganze Geld. In der Art und Weise benutze ich diesen Opener und habe ihn schon sehr oft benutzt. Was man auch machen kann, was ich auch gemacht habe, ist sowas wie, hey, ja, die Scheidung ist durch, ich bekomme den coolen Teppich oder schnelle Auto und du bekommst irgendwas anderes. Na, also was du bekommst und was sie bekommt in der Scheidung, das ist jetzt relativ egal. Also das kannst du dir an der Stelle aussuchen. Und das Coole ist, weil es so eine, andere Eröffnung ist, die meisten Leute schreiben einfach, hi, hey, Süße, hey, du gefällst mir. Weil es so eine andere Eröffnung ist, ist es so, dass die Frau in den meisten Fällen wirklich auf diese Eröffnung eingeht. Ich habe es selten gehabt, dass, wenn ich das einer Frau geschrieben habe, sie nicht mindestens mal einmal zurückgeschrieben hat und ich ein bisschen mit ihr, ins Gespräch eintauchen konnte. Ich schreibe das also und meistens kommt eine Antwort von ihr wie, ja, okay, das ist aber voll unfair, ich will auch was von dem Geld oder ja, immerhin habe ich einen Hund, das ist doch viel wichtiger oder was auch immer. Irgendwie kommt immer eine Antwort. Und die Frauen, die dir besonders gefallen, denen du besonders gefällst, die werden wahrscheinlich noch stärker in dieses Rollenspiel mit eintauchen. Weil das ist eine Art Rollenspiel, das ist der, okay, wir sind geschieden Rollenspiel und wir teilen sozusagen unsere Sachen auf. Und eine Frau, die sich denkt, hey, das ist ein cooler Typ, die wird auf dieses Rollenspiel einsteigen und wird es dir noch einfacher machen. Das heißt, du kannst gleich mit so einem Rollenspiel und mit Spaß in die Sache einsteigen. Du kannst auch gleich sowas machen wie, ja, ich habe es einfach nicht länger mit dir ausgehalten, du bist einfach zu X, zu Y und kannst gleich dieses ganze Wir sind getrennt Frame, den kannst du gleich nochmal weiterbauen. Und dann kannst du auch zum Beispiel von diesem Frame aus rüberwechseln zu, ja, wir sollten es vielleicht nochmal probieren, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht war es auch die falsche Entscheidung. Und dann kannst du zum Beispiel von da auf ein Treffen gehen. Du musst aber auch nicht zu lange in diesem Frame drin bleiben. Du kannst es auch so machen, dass du anfängst mit diesem Frame, diesem Scheidungsframe und dann rübergehst in ein anderes Thema oder auch meinetwegen rübergehst in den Smalltalk. Wie gesagt, du musst da nicht allzu lange bleiben. Du kannst auch von da aus rübergehen. Du kannst zum Beispiel auch auf das Thema Hund rübergehen. Du kannst auf das Thema Geld rübergehen. Das ist offensichtlich der erste Punkt, an dem du rübergehen kannst. Aber du musst halt da auch nicht bleiben. Nur der Vorteil ist halt, weil es so eine andere Gesprächseröffnung ist, sorgt es halt dafür, dass die Frau darauf einsteigt. Eine andere Sache, die du machen kannst, die habe ich von einem anderen Trainer, ich weiß nicht, er ist kein Trainer, aber er ist auch viel unterwegs in der Flirtszene. Und der hat seinen Tinder-Dates immer geschrieben, ich würde ja mit dir schlafen, aber... Und hat ein paar Pünktchen dahin gemacht. Und ich habe das selbst mal probiert. Und in den meisten Fällen fragt die Frau halt nach. Im Sinne von, okay, aber was denn? Ja, selbst wenn sie jetzt nicht super interessiert an dir ist, will sie wahrscheinlich trotzdem wissen, aber was denn? Aber warum denn nicht? Ja, weil die meisten Frauen denken sich wahrscheinlich sowieso, oh, ich kann jeden Mann haben, sexuell gesehen. Und wenn dann aber jemand aber schreibt, denken sie sich, oh, okay, jetzt will ich aber wissen, was da vielleicht ihm nicht passt oder was er jetzt gerade vielleicht gesehen hat, was ihm nicht gefällt. Du kannst es auch abwandeln und sowas schreiben wie, ich würde mich ja mit dir treffen, aber... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und was dann dieser andere, er ist wie gesagt kein Coach, er hat nur so eine private Facebook-Gruppe, was der andere Typ dann immer schreibt ist, ich würde mich auch mit dir treffen, ich würde ja mit dir schlafen, aber... Und er fragt sie, aber... Und er schreibt dann... Und ziemlich nach dem Beispiel, das ich gesehen habe, geschrieben, ja, ich würde danach noch eine Pizza essen wollen. Also er geht dann aber auch weg von diesem sexuellen Thema und auf ein neutrales Thema. Aber das ist auch eine wunderbare Gesprächseröffnung. Ich würde mich hier mit dir treffen, aber dann fragt sie nach, aber was?
Ja, also die meisten Frauen werden darauf eingehen, selbst wenn sie jetzt von vornherein vielleicht nicht Rieseninteresse an dir hatten, werden sie darauf eingehen, um mindestens mal zu erfahren, aber was denn? Um dieses Aber, dieses Fragezeichen füllen zu können. Das ist eine sehr schlaue Taktik, die man auch probieren kann. Du musst es dann halt spielerisch weiterentwickeln, ne? Weil du willst sie ja offensichtlich treffen. Du musst es dann einfach so ein bisschen spielerisch weiterentwickeln, so wie in dem Beispiel, ich würde mit dir schlafen, aber was? Ich will danach Pizza essen oder will davor Pizza essen. Na, also entwickelt das dann an der Stelle weiter. Das sind zwei Gesprächseröffnungen. Und ich wollte eigentlich nur eine mitgeben, aber die fiel mir gerade spontan ein. Diese beiden Gesprächseröffnungen kannst du immer nutzen und wirst damit wahrscheinlich besser fahren als mit einem meist einfachen Hi oder Hey, wie geht's? Die kannst du dir schenken, weil die lassen dich halt genauso wirken wie jeder andere Typ, der da schreibt. Und damit fällst du gleich aus dem Raster oder fällst gleich durch, außer die Frau fand dich sowieso sehr heiß, was sein kann, dann kannst du nicht so viel falsch machen. Ansonsten kannst du diese beiden Tinder-Gesprächseröffner nutzen und wirst höchstwahrscheinlich mindestens mal eine Schreibreaktion der Frau bekommen auf beide dieser Sachen, die funktionieren beide sehr zuverlässig. Wenn du also auf Tinder und gerne auf anderen Plattformen unterwegs bist und es klappt nicht so gut, probier mal diese Eröffner, schau mal, was passiert, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Und wie gesagt, wenn du mehr zum Tinder-Game erfahren willst, erster Link in der Beschreibung, da habe ich ein ganzes Video für dich fertig gemacht mit einem Tinder-Experten, der dir erklärt, wie das denn läuft. Geil, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast, Themenvorschläge in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich hier von dir an diesem wunderschönen Samstag heute Abend. Geht's bei dir hoffentlich feiern. Gleich geht's bei mir raus in die Stadt, ein paar Frauen kennenlernen. Cool, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du in diesem Jahr richtig durchstarten willst, viele Frauen mit vielen Frauen schlafen, vielleicht eine Freundin finden willst oder endlich es schaffen möchtest, deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern. Dann kommst du zu mir ins Coaching. Ich unterstütze dich da und bringe dich an dein Ziel. Und rechts kommst du ein Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau da unbedingt mal vorbei. Wurde persönlich für dich ausgewählt vom YouTube-Algorithmus. Also schau da mal vorbei. Geil, dass du hier warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.